So, herzlich willkommen zurück. Also, ich brauche die Maus gar nicht für dieses Spiel, lustig. Okay, wir sind jetzt hier, gut. Also, im Intro habt ihr Folgendes gesehen. Wir spielen Ryudo, diesen Typen hier, einen Geohound, einen Söldner. Und der hat eben so einen komischen Anführer gekillt, in dem sein Papagei, nein, sein Falke, Sky, ihm geholfen hat. Der dann halt alles in die Luft gejagt hat, um die Viecher wegzulocken. Und dann konnte er den Anführer töten und dann hat Sky ihn gerettet. Und dann hat er sein Geld gekriegt als Söldner und so und die Leute mögen ihn nicht. Und so weiter. Und jetzt hat er einen Job für Grannis als Bodyguard. Und da sollte er jetzt hingehen. Oder sollten wir jetzt hingehen. Und man kann übrigens auch hier zwischen gemütlich laufen und rennen wechseln. Und... oh mein Gott. Okay, stopp. Ich habe jetzt den Sound ein bisschen leiser gestellt. Viel leiser kann ich ihn nicht stellen. Und ich habe mich auch ein bisschen lauter gestellt, damit das geht. Damit da alles klar ist. Damit es ungefähr... ah, okay. Ich kann die Kamera drehen. Das habe ich gerade ausprobiert. Ja, damit man mich wenigstens ein bisschen hört, weil ich komme hier voll aus dem... wenn ich die ganze Zeit Hintergrundgeräusche höre, die so laut sind, dass ich mich selbst kaum höre. Und ja, ich habe dieses Spiel auf jeden Fall schon mal gespielt, wie gesagt, aber es ist jetzt eher half-blind oder sogar ganz blind, weil ich habe das Spiel vor 6, 5, 6, 7, 8 Jahren gespielt. Ich konnte da noch kein Wort Englisch, glaube ich. Und ich habe das Spiel natürlich nicht geschafft dann und ja, wie gesagt, es ist jetzt ziemlich blind, weil ich habe eigentlich keine Ahnung mehr von diesem Spiel. Und wieso macht das hier so coole Sounds? Okay, gehen wir weiter. Alter, das Wasser verschickt mich. Was war das denn? Oh, okay, ich kann da hoch. Bloß wie? Aktionstaste ist Z. Ja. Ja, das ist ziemlich blöd. Das ist eben auch englische Tastatur. Die Tasten, die ich brauche, sind X und Z. Und X und Z sind ja im Deutschen ziemlich weit auseinander. Im Englischen aber direkt nebeneinander statt Y halt. Oh, was haben wir hier? Blizzard Charm. Was ist das? Und übrigens muss ich jetzt... die erste Session so lange machen, bis ich mindestens billig speichern kann, denn... wow. Wie komme ich da zurück? Ah, okay. Weil, wenn ich nicht speichern kann, müsste ich alles nochmal machen, weil wie es aussieht, kann man hier nicht regelmäßig speichern. Hallo, kann ich bitte zurück? Ach. Hä? Okay. Ja, es spackt ein bisschen, es laggt irgendwie. Na egal. Was haben wir da jetzt gekriegt? Ah. Leather Brace gibt 4 Defense und das hier gibt Level 5 Blizzard Resistance. Okay. Alles klar, dann lasse ich lieber aus meinem 1. Hallo, weiterrennen bitte. Was ist da unten? Hä? Moment, da will ich jetzt hingucken. Ja, hier muss man eine Menge erforschen. So ist das bei diesen Spielen. Nein, okay. Ach, hier kann man speichern. Okay, ich kann dann diese Session jetzt beenden. Nein, Spaß. Aber zumindest konnte ich jetzt endlich mal speichern. Hätte ich mir diese Kacke eigentlich nicht unbedingt nochmal angucken müssen. Naja. Pech gehabt. Ja, jetzt, ich wollte eigentlich Recover drücken, aber eigentlich ist es genauso unnötig, weil ich aber volles Leben. Also gut, geh wieder hoch. Folgen wir mal dem Weg und gehen nach Grannis und holen unseren Job ab. Hier geht's wieder runter und hier ist nichts mehr, oder? Nee. Okay, gehen wir wieder runter. Oh, jetzt sehe ich nichts. Kamera drehen. Ich versuche immer irgendwie die Kamera so zu behalten, dass ich durchblick. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Oh, hey. Da ist unser erster Gegner, unser erster Kampf. So. Es gibt hier also eine Menge verschiedene Möglichkeiten zu kämpfen. Ihr seht unten rechts, seht ihr den Balken. Wenn da diese... oh Mann. Da wo Ryudo gerade vor sich hin blinkt. Wenn man das erreicht, kann man eine Aktion auswählen. Und dann geht es vorwärts bis zur Act. Und wenn das dann da ist, wird die ausgeführt. So, es gibt jetzt, ja, der Gegner natürlich auch sowas. So, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte Moves Magic machen. Da gibt es den 10 Second Slash. Der lädt ein bisschen auf und dann schlägt er zu. Macht mehr Schaden als ein normales Ding, verbraucht aber SP. Dann gibt es die Combo. Das ist die normale Attacke. Das sind zwei Schläge, die ziehen mehr als der Critical. Der Critical hingegen kann den Gegner, haut den Gegner wieder ein Stück zurück, dass es länger dauert, bis er wieder angreifen kann. Und wenn ihr den Critical im richtigen Moment einsetzt, das heißt genau dann, wenn der Computer seine... zwischen diesem ersten Balken und dem Act-Balken ist, also Com und Act, zwischen diesen beiden Balken da, wenn ihn da angreift, wird er ganz weit zurückgeworfen und ich hoffe, dass ich jetzt das im richtigen Moment mache. Ja? Ja. Perfekt. Cancel. Und jetzt hat es ihn zurückgefetzt, so. Und er schlägt uns gleich, verdammt. Das reicht nicht mehr zum Critical machen, weil bis wir dran sind, hat er uns schon lange geschlagen, deshalb... hey, kann man da kann man ausweichen. Ja, in diesem Spiel ist auch wichtig, dass man in der Gegend rumläuft, wie es aussieht. Also man kann in dem Kampf hier, da macht auch die Bewegung und die Position spielt auch eine Rolle. Das ist recht interessant bei diesen Kämpfen. Also versuchen wir mal auszuweichen. Und hingekriegt, cool. Das war nur so ein Versuch, ich habe es eigentlich fast noch nie gemacht. So, und jetzt geben wir mir den Rest mit der Combo hier.
Ha, perfekt. These guys were no real challenge. Ja, und so laufen die Kämpfe hier ab. Man kann also hier, also man schlägt zu und dann bewegt man sich weg vom Gegner und man kann ihn durch Critical verlangsamen oder eben seine Attacke blocken. Warte, halt noch nicht. Na, da oben ist nichts mehr, okay. Und man kann ihn durch Kombo-Schaden zufügen und dann gibt es noch Spezialattacken und man kann ausweichen und so weiter. Also, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Und ich habe Initiative, ich habe ihn von hinten angegriffen, das heißt, ich kann ihm jetzt richtig eine reinpfeffern. 10 Second Slash. Ich hoffe, er macht keinen Critical, weil sonst habe ich... Ne, er lädt auch irgendwas auf. So. 304 Cancel und tot. Ja, ge-one-hitted. Und wir haben ein Medicinal Herb gekriegt, also irgendwie so eine komische Kräuterzeug, das uns heilen kann oder so. Naja. Wounds of Hand Grenade und Yomis Elixier. Wow, wir haben eine Handgranate, was zur Hölle. Kann man da irgendwas ausrüsten oder so? Na Mann, das will ich doch nicht. Ja, was ist diese Handgranate? Moment mal, ist wahrscheinlich voll das heftige Schlag-Item. Wo kann man das da oben wechseln? Ich muss mal die Tasten kurz rausfinden hier. Mano. Ich finde die Taste nicht, mit der das geht. Ah. Okay, Position 1 und Bild hoch. Also, Angriffs-Item, Handgranate. Und dieses Accessoire, das ich nicht anlegen will. Und eben dieses Zeug hier, Yomis Elixier, Wiederbelebung. 400 Leben dazu, 200 Leben dazu und Gift heilen. Okay, cool. So, jetzt gehen wir weiter. Okay, gut, ja, wir finden hier schon eine Menge raus und finden auch eine Menge an Zeug. Okay, willkommen jetzt zur Cabo Village, wo auch immer die ist. Und, ah, wir sind da. Oh, es kommt schon wieder ein kleines hier Gesprächzeugs. Hm. Das ist, die haben wir vorhin schon gesehen. Ja, bye Elena, see you later, also tschüss. wo kommen wir hier? Hier, jetzt muss ich drücken. Tut mir leid, Tessa, ich würde mitmachen oder mitkommen oder so, wenn ich könnte. Ich frage mich echt, warum ich nicht darf. Ja, ich denke einfach, deine Rolle ist wichtiger als unsere, also mach dir keine Sorgen, wir machen einfach die Vorbereitung für die Zeremonie und dann passt das. Tessa, wir müssen jetzt gehen, ey. Okay, ja. Ja, ja, das hast du eben schon gesagt, nochmal tschüss. Also, gehen wir. Ja, macht's gut. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich schaue einfach mal zu. Time for the service. Okay, die muss für irgendeinen Service jetzt wieder zurück, keine Ahnung. Ja, habt ihr recht. Ja, ne, keine Sorge, wir haben einen Bodyguard angeheuert, der dich mit zu uns sicher bringen würde. Bitte nehmt euch in Acht und Tessa, ich sehe dich später. Warum ist sie nur so zu Tessa so derbe nett? Okay. Jetzt winkt sie noch und Rio de Cook blöd und ja, sieht so aus, als wären wir ihr Bodyguard oder wie, habe ich das jetzt verstanden? Karius Wife. Also Elena, gehen wir wieder zurück. Wer ist das? Danke für die harte Arbeit. Irgend so ein Soldatentypi. Ha, geht uns wahrscheinlich nichts an. Tice? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber... Ich habe gerade echt keine Ahnung, was er da gerade sagt. Ah, they're collecting ties. There's enough. What do they do? Storm through your door and beat charity out of you? Sie sind weg zu einem Turm außerhalb der Village, des Dorfes gegangen, um böse Geister fortzuscheuchen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir diese Schwestern haben. Böse Geister? Ja. Die Dinge hier sind okay während des Tages, aber wenn die Nacht kommt, also wenn die Sonne untergeht, dann kommen jede Menge schreckliche Monster. Und was ist mit dem Mädchen, das hier geblieben ist? Oh, Miss Elena? She's a Songstress of Greyness. Ja, sie singt schöne Lieder für Greyness, für die Stadt. Vielleicht macht sie nach dem Service da auch mit beim Geisterverscheuchen. Hm. Okay. Oh Mann, nee. Du siehst nicht so aus, als ob du von hier wärst. Kleiner Tipp. Lauf nicht in der Nacht in der Gegend rum. Hä? Die haben einen Bodyguard gebraucht. Aber was ist das mit diesen bösen Geistern verscheuchen? Okay, ja, derbe. Ich kann hier drin natürlich auch rennen. Die Schwestern willen den Teufel... Wow, Alter. Voll der Teufel. Außerhalb, in dem Turm außerhalb des Dorfes exorzieren. Ja, dann sind wir glücklich, dass wir sie haben. Das gehört aber nicht zum Deal. Ach, was soll's. Sehen wir mal, was die in der Kirche sagen. Ja, da gibt's wohl keine andere Möglichkeit.
Entschuldigung, wo finden wir die Kirche? Das ist einfach. Einfach geradeaus. Du kannst sie nicht verpassen. Es ist das große Gebäude beim Ende der Straße. Okay, cool. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier uns ein bisschen umsehen, ne? Das ist Cowboy Inn und hier kann man einmal im Kreis laufen, da passiert nichts. Okay, gehen wir einfach mal ins Cowboy Inn. Ja, die Inns sind hier, wie ihr seht, eben ganz nett eingerichtet. Ich wollte nicht wieder raus. Okay, dann reden wir mal mit dem Typen hier. Also hier ist eine Tür, durch die ich nicht durch darf. Manu, hallo? Innenmeister. Neu in der Stadt, ha? Ruhe aus und hol dir deine Stärke zurück. Also erstmal speichern wir. Wir haben, ja okay, wir haben zwar kein Leben verloren, aber wir haben ein bisschen SP verloren. Und das wird dann, glaube ich, auch wieder aufgefüllt. Wir müssen, glaube ich, nichts zahlen hier. Also, ja, wir sind bestimmt gebläst hier. Also. Achso, wir dürfen, achso, okay, das war entweder bei einem anderen Spiel oder es kommt erst später, dass wir da mit Sky und so rumsitzen und uns unterhalten und essen und so. Entweder es kommt erst später oder ich verwechsel es gerade mit einem anderen Spiel. Auf jeden Fall haben wir gerade unser Leben und SP wieder aufgefüllt und alles ist wieder gut. So, gegenüber ist hier auch wieder ein Haus. Da muss ich gleich rein, Cowboy General Store. Da muss ich mich mal kurz umsehen. Also gehen wir da kurz rein und schauen, was es hier gibt. So, hier hat es einen Typen mit einem komischen Zauberhut und hier hat es einen anderen Typen. Stormmaster, willkommen in meinem Laden. Schau dich um und nimm dir Zeit. Okay, was hast du denn Tolles? Viel zu teuer, alles zu... Heavy Stone, was ist das? Plus 5 Verteidigung, minus 5 Movement. Null's Knockback, also wir kriegen kein Knockback, oder was? Oh, ist das Climbing Boots? 6 Movement, 2 Defense. Alter, wieso blinkt dabei das hoch und runter? Also, es verringert eine Sache, die ich schon habe, aber es vergrößert noch eine andere, also... Ist so halb gut, halb schlecht, das muss ich selbst entscheiden. Also plus 6 Movement, 2 Verteidigung, Sturdy Shoes, was auch immer das bedeutet. So, dann können wir hier ein bisschen Zeug holen, zum Beispiel Mushrooms und so Zeug. Okay, scheiße, ja. If you're worried about how to fight... Ja, wenn du wissen willst, wie man gegen Monster kämpft, dann frag diesen Kerl. Werd nicht cocky, also überheblich oder so, nur weil du ein Geohound bist, also ein derber Söldner hier. So voll der Kampfmeister und so. Gibt's da irgendwas, was du über den Kampf wissen willst? Hier, okay. Wir können Tutorial über Combo, Critical und Cancel machen. Also, es gibt zwei Arten von Angriffen, die du machen kannst. Combo und Critical. Das ist mir klar, das habe ich euch auch schon erklärt. Aber wir hören es uns hier nochmal an. Die Combo ist der normale Angriff und macht viel Schaden. Und der kritische Angriff macht weniger Schaden als die Combo, aber kann Gegner gegnerische Dinger canceln. Canceln bedeutet hier, dass man einen gegnerischen Angriff oder Zauber abbricht. Du musst mit diesen beiden gut klarkommen, bevor du wirklich ein richtig guter Krieger bist. Hast du es verstanden? Ja, erzählst du mir noch mehr? Na gut, ich erklär's. So, und jetzt dürfen wir gegen dieses komische Vieh kämpfen. Die Reihenfolge, in welcher die Angriffe durchgeführt werden und so, wird durch Initiative-Points gemacht, halt. Also, das hier ist die IP-Gorge und die zeigt dir, ja, wann du dran bist und so. Wenn du also bei Com bist, dann darfst du einen Angriff durchführen, also Command eingeben. Und wenn bei Act ist, kommt eben der Angriff. Dann wird er durchgeführt. Also normaler Angriff ist die Combo. Also machen wir einfach mal eine Combo. Kennen wir ja schon. Dann haben wir zweimal die Fresse hauen. So. Jetzt haben wir 145 Schaden gemacht. Eine Combo ist eine Kombination von mehreren Angriffen und du kannst dadurch dann mehr Schaden machen. So, jetzt haut der uns. Aua. Ich hoffe, dass ich Mui jetzt nicht nachher heilen muss.